Herzlich willkommen YouTube, ich bin Sorbatin und heute werde ich mit euch mal über Handtraps sprechen, die euer Deck besser machen. Beziehungsweise welche Handtraps ihr spielen solltet im aktuellen Format, um nicht ganz zu verkacken. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit der Tierlist. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, welche Handtraps notwendig sind und welche eher nicht so notwendig sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Ghostbell und Haunted Mansion. Das ist eine Karte, die ist ganz okay, die könnt ihr spielen. Eine Applikation im Metagame, die trifft auch ein paar Decks. Aber sie ist nicht so krass, dass ihr sie jetzt unbedingt spielen müsst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr spielen, würde ich persönlich aber nicht machen. Dann haben wir Winter Cherries, die kommt situationsabhängig. Denn wie immer, sie ist halt sehr situativ, gegen welche Decks ihr die spielen könnt und welche wirklich nur dieses eine extra Monster haben. Dafür ist sie halt ganz cool. Dann haben wir Diddy Crow, ähnliche Applikation wie Ghostbell, hat auch quasi genau den einen Effekt im Friedhof, der annulliert werden kann. Ist also ziemlich cool. Aber nicht die beste Handtrap, die ihr spielen könnt. Dann haben wir Red Reboot. Eine sehr coole Karte, wenn ihr mich fragt. Nur leider auf 1. Und deshalb sehr situationsabhängig, weil im Main Deck, ja, kann man machen. Würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber wäre natürlich möglich, das zu tun. Deshalb keine schlechte Karte auf jeden Fall. Dann haben wir Tragödia. Wie immer, Meme, nutzlos. Genauso wie Spooky Dogwood, nutzlos. Hier kommen wir zum ersten Contender, das ist Droll and Lockbird. Oh mein Gott, diese Karte ist sowas von notwendig. Ich würde sogar sagen, spielt die fast im Main Deck. Also auf jeden Fall im Side Deck oder irgendwo in der Sphäre, dass ihr die Karte bekommen könnt. Aber ich würde sogar Main Deck spielen, denn Dragon Link ist halt so insane. Deshalb ist sie auf jeden Fall wichtig irgendwo zu haben, dass ihr, wenn ihr gegen Dragon Link spielt, ihr Droll and Lockbird siden könnt. Weil die adden so viele Combo Pieces auf die Hand. Das ist schon insane. Ihr könnt das Deck damit nicht komplett aufhalten, aber ihr könnt es dem ein bisschen schwerer machen, auf die kompletten Plays zu gehen. Deshalb ist die Karte auf jeden Fall essentiell notwendig. Kommen wir zu Battle Fader. Guter Witz. Evenly Matched. Ja, die packen wir auch mal zu okay. Sogar ganz am Anfang zu okay. Denn die hat im aktuellen Metagame verschiedene Applikationen, Sachen, die ihr nicht outen könnt. Ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit Flo mit Imperial Order. Ja, das ist auch eine Applikation, die man da hat. Das ist nicht der Main-Grund, warum man die spielen sollte. Aber Imperial Order könnt ihr damit outen, weil euer Gegner garantiert nicht Order liegen lassen will, wenn er andere Karten noch hat. Deshalb ist sie auf jeden Fall da gar nicht so schlecht. Dann haben wir Gamma. Gamma kommt so gut. Und der einzige Grund, warum die nicht notwendig ist, ist, dass es manche Decks gibt, die gar nicht brauchen. Die Karte ist notwendig in jedem Deck, wo ihr quasi ein Play macht, ohne vorher Monster zu haben. Sei es Dino, sei es Dragon Link, das ist auch möglich. VW kann das theoretisch auch machen. Ein paar Plays zu machen, bevor man halt in das Monsterplay geht. Deshalb ist sie da extrem wichtig. In Shadow kann die auch cool kommen. Eine gute Karte, aber nicht essentiell notwendig. Dann haben wir No Material. Aktuell komplett nutzlos. Hat eine Applikation in der Theorie gegen Prankits. Aber da gibt es halt deutlich bessere Handtraps, die ihr spielen könnt. Deshalb macht ihr nicht. Dann kommen wir jetzt zu Ash Blossom and Joy Spring. Die ist notwendig. Nicht, weil es die beste Handtrap ist, die ihr spielen könnt. Wobei es eigentlich so ist. Denn sie trifft jedes Deck, was sich in der Metasphäre befindet, und die Karte kann Retter's Fusion annullieren. Und es ist, wenn man sich die Rogue-Decks so anguckt, relativ relevant, aber sie stoppt halt zumindest einen Effekt von gegnerischen Effekten, damit sie nicht so viel extenden. Auf jeden Fall da ziemlich notwendig und ich glaube, Ash Blossom war, glaube ich, die meistgespielte Handtrap in den letzten Extravaganzen und auch der PPG genauso. Auf jeden Fall ein ziemlich solider Pick. Dann haben wir Honest. Ja, sehe ich genauso. Dann haben wir Chaosjägerin. Kommt situationsabhängig, auch da wieder, die braucht halt eine Karte zum Discarden, sie zu specialen, die ist ein Buddy auf dem Feld, was überrannt werden kann. Spielt sie halt als 4., 5., 6. Lancia, wenn ihr unbedingt Lancia Main Deck spielen wollt, das ist hier halt ganz cool. Infinite Impermanence, kommt zu okay, die Karte hat einen Impact, nicht so einen krassen, aber manchen Decks wird noch gespielt und manchen Decks kann hier wirklich auch hilfreich sein. Artefakt Lancia, ich hätte sie fast zu hier oben hingepackt, aber ich will hier oben nicht mehr als 2 haben, deswegen kommt Lancia zu gut. Ich würde auf jeden Fall überlegen, dass ihr Lancia irgendwie im Side-Deck habt, denn Droll und Lancia gegen Dragon Link ist ziemlich gut. Die enden dann immer noch auf Spheres, aber das war es für ziemlich schon, deswegen ist das halt ein sehr, sehr solides Play, was ihr machen könnt, wenn ihr euch mit beiden schadet. Sehr unwahrscheinlich, aber auf jeden Fall möglich. Dann kommen wir zu Skullmeister. Auch der kommt zu gut, denn die Karte ist insane. Die trifft jedes Deck. Ähnlich wie Ash Blossom, nur mit dem Benefit,
dass ich halt Friedensobjekte annullieren kann, die irgendwas Dummes machen wollen. Aber Ash Blossom kann natürlich das Fusion annullieren. Das kann Skymeister nicht. Deshalb Skymeister auch nur gut. Moonlitz, sehr situationsabhängig. Würde ich halt wirklich gar nicht spielen, gar nicht in Erwägung ziehen. Ich schließe mal ganz kurz Effektwählerin an, denn die machen so ungefähr das Gleiche. Impermanence ist halt die bessere Entrap, weil sie halt wirklich kein Monster-Effekt ist. Das triggert TTT nicht, denn die ist aktuell im Metagame extrem häufig vertreten. Und das ist halt da ein bisschen besser. Dann haben wir Nibiru. Die kommt auch zu gut. Nibiru, gute Entrap, stoppt zwar die meisten Decks nicht, aber sie ist gegen einige Decks im Meta relativ gut. Sei es VW, sei es Prankits, selbst Zoodeck Eldritch kann das halt hilfreich sein oder halt gegen das Bird Up Deck, da ist sie auch ganz gut. Oder halt Pure Tri Brigade, auch die ranken halt extrem viel und gehen dann auf den Play, da ist sie auch ziemlich gut. Ghost Ogre, situationsabhängig, jetzt nicht komplett nutzlos, aber sehr situationsabhängig. Dann haben wir Sorabis, nutzlos. Dimension Shifter. Dimension Shifter ist immer noch wieder eine sehr interessante Karte. Wie gesagt, eigentlich die beste Entrap, die ihr spielen könnt, wenn ihr sie spielen könnt. Und das ist das Problem bei der Karte. Die kann wirklich kaum ein Deck wirklich effektiv benutzen. Ist aber auf jeden Fall eine okay Karte, aber nicht für die meisten Decks. Phantasme, selber Ballpark, ist ganz cool, aber nur in Kombination, wenn ihr mehrere Handtrips spielen könnt. Deswegen ist sie nicht essentiell notwendig. Sie ist in Dragon Link halt insane, weil es ein Drache ist. Das war es aber auch schon. Und mehr macht die halt nicht. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einmal Typhoon. Nutzlos, wie immer eigentlich, weil es aktuell kein Deck gibt, was diese Karte trifft. Dann ist das hier. Meine Handtrap-Tierlist. Ich hoffe, es hat euch geholfen, zu entscheiden, welche Handtraps ihr pickt für die nächsten Formate, für die nächsten Turniere, die kommen. Auf jeden Fall Droll, Ash, auf jeden Fall Considern fürs Main Deck. Gamma, Lancia, Skymeister und Nibiru. Richtig heftige Handtraps, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Abo da und natürlich ein Like. Hallo, könnt ihr mal bringen, ne? Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.